Fachkräfte verzweifelt gesucht. Löst Zuwanderung das Problem? Und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier bei uns in Berlin. Angela Merkel hat heute in seltener Einigkeit mit Horst Seehofer das sogenannte Fachkräfte-Einwanderungsgesetz gelobt. Als einen, wie sie sagt, Riesenschritt für die Union. Ist es das wirklich ein Riesenschritt für die Union, die sich doch über den sogenannten Spurwechsel streitet? Und auch ein Riesenschritt für Deutschland? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und dazu sind bei uns die Friseurmeisterin Jutta Brendel, der Unternehmer und Chef der Kirchhoff-Gruppe, was ein großer Autozulieferer ist, Arndt Günther Kirchhoff, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, Manuela Schwesig, der hessische Ministerpräsident von der CDU, Volker Bouffier, und der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, Johannes Vogel. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich. Klempnerinnen, Pfleger und Pflegerinnen, Kellner, Sie alle werden in Deutschland inzwischen händeringend gesucht. Fachkräfte verzweifelt gesucht. 1,6 Millionen Stellen können nicht besetzt werden. Ein Problem, der demografische Wandel. Jedes Jahr scheiden 300.000 Beschäftigte mehr aus ihrem Job aus, als neue dazukommen. Und in diesem Jahr werden sich voraussichtlich für 30.000 Ausbildungsplätze keine Bewerber finden. So viele Stellen, die nicht besetzt werden können, da werden wahrscheinlich einige Betriebe daran zerbrechen. Notstand zum Beispiel im Gesundheitswesen. 36.000 Arbeitskräfte fehlen laut Bundesregierung in der Kranken- und Altenpflege. Ein Grund: schlechte Bezahlung. Wir arbeiten mit Menschen, also da fehlt einfach die Wertschätzung. Ebenfalls stark betroffen vom Fachkräftemangel: Handwerksbetriebe, zum Beispiel in der Baubranche. Die boomt eigentlich, aber jetzt werden wir einfach alles reduzieren, weil wir die Fachkräfte nicht am Markt haben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat errechnet, pro Jahr müssten 400.000 Menschen nach Deutschland zuwandern, um den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen. Das Bundesinnenministerium hat nun Eckpunkte für ein Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten vorgelegt und verspricht darin: Mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz regeln wir klar und verständlich, wer zu uns kommen darf und wer nicht. Frau Brendle, wenn Sie für Ihren Salon, den Sie in Winnenden in Baden-Württemberg haben, neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter suchen, finden Sie noch jemanden? Nein, also von außen kommen keine Bewerbungen mehr rein. Wenn, dann ist es ein Zufall. Wir sind jetzt ein Team, also wir sind schon kleiner geworden, von 7 Mitarbeitern. Ich bin die einzige Deutsche ohne Migrationshintergrund. Also ich habe Portugiesen, Kosovo-Italiener, Nigerianer, Gambier und ja, eine Griechin. Woran liegt es, dass Sie niemanden mehr finden? Also die Arbeitszeitbedingungen sind es nicht. Natürlich die Löhne, die jetzt wieder angepasst worden sind. Neue Manteltarifverträge sind rausgekommen. Ich bezahle übertariflich, mache mit meinen Mitarbeitern auch sehr viel Weiterbildungen. Unternehme ich sehr viel, versuche das Wir-Gefühl im Salon zu entwickeln. Wir sind inzwischen eine große Familie geworden. Das hat sich sehr verändert, seit ich die Leute mit Migration bei mir habe. Es ist ein besseres Miteinander geworden. Echt? Ist besser geworden? Besser geworden, ja. Sehr viel besser. Weil sie helfen mir sehr. Zum Beispiel auch in der Ausbildung mit meinen jetzt, wie gesagt, nigerianischen und gambischen Auszubildenden. Der Toni, der hat es ja jetzt geschafft. Der hat die Gesellenprüfung geschafft. Den lernen wir gleich kennen. Genau. Und ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das gemeistert hat. Wenn Sie zurückschauen, Sie haben vor 24 Jahren, aber da waren Sie auch ungefähr genauso alt, Ihren Meister gemacht und kurz darauf auch Ihren ersten Salon eröffnet. Damals haben Sie natürlich ja auch schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht und auch gefunden. Was hat sich verändert seitdem? Was sich verändert hat, ja, genau das, was ich gesagt habe. Wir waren ein deutsches Team. Ich habe immer Bewerbungen reingekriegt. Es gab gute Zeiten, wo ich sogar 50, 60 Bewerbungen von Azubis hatte. Von überall, sogar überregional.
ja, vom Bodensee, von überall her. Das hat sich jetzt komplett geändert. Also wir bekommen fast, wie gesagt, keine deutschen Bewerber mehr. Und ja, ich denke, das wird sich die nächste Zeit nicht ändern. Löst dann also allein, weil Sie es ja auch sehr positiv beschrieben haben, das super finden, löst dann allein mehr Zuwanderung auch Ihr Fachkräfteproblem? Ich denke, ich muss ganz genau auswählen, wen ich für meinen Salon nehmen kann. Wir haben sehr viel Potenzial, auch jetzt im Moment bei den Leuten, die jetzt zu uns gekommen sind, die letzten 3 bis 5 Jahre. Wir müssen diese Jugendlichen nur an der Hand nehmen und oder führen, ihnen Bildungsmöglichkeit geben. Das Problem fängt schon in der Berufsschule an, ja, wo das Bildungssystem einfach nicht mehr stimmt. Meiner Meinung nach ist es so, dass ich bezeichne es als 1+3. Ein Jahr, meine Grundidee ist ein Jahr Sprache und Praxis. Mhm. Auf meinen Beruf bezogen und auch auf alle anderen Handwerksberufe. Ein Jahr Sprache und Praxis und dann in den normalen Zug der Ausbildung. Das kann dann bedeuten, dass im 4. Lehrjahr dann er ein Gehalt bekommt zwischen Gesellenlohn und Auszubildendenlohn. Fördermaßnahmen in Sprache sind einfach absolut notwendig. Im Moment habe ich alles alleine geleistet in meinem Salon. Ich habe 2 Ehrenamtliche und eine Sprachlehrerin engagiert für meine Auszubildenden. Und zwar in Eigenleistung. Und ich bin ganz stolz auch, dass es Kunden von mir waren, die mir das angeboten haben, das zu übernehmen. Und die Auszubildenden haben beide das angenommen. Ohne diese Zusatz-Deutsch-Ausbildung würden sie die Berufsschule nicht schaffen. Das muss man ganz klar sagen. In der Berufsschule wird keine Rücksicht genommen. Da wird nach 3 Monaten ein Geschäftsbrief geschrieben auf Deutsch. Und das ist fast unmöglich für jemanden, der ohne Sprache zu uns kommt. Ja, und dem Berufsschulunterricht in den ersten Monaten folgen zu können, das ist auch nicht möglich. Also die sitzen da drin und wissen überhaupt nicht, was mit ihnen geschieht. Viele geben auf, deswegen. Nicht, weil wir jetzt einfach Leute hier im Land haben, die nicht in der Lage sind oder kein Durchhaltevermögen haben. Aber überlegen Sie mal selber, Sie würden in einer anderen Sprache eine Ausbildung machen. In 3 Jahren sollen sie die Sprache lernen, jeden Abend bis 10 Uhr in die Schule gehen, Volkshochschule. An den freien Tagen müssen sie dann noch Nachhilfe machen, damit sie überhaupt die Berufsschule schaffen, Praxisausbildung noch dazu. Also ich weiß nicht, wie das zu schaffen ist. Deswegen, wie gesagt, hohen Respekt vor Herrn Olaf Scholler, Uwe Winle. Herr Kirchhoff, Frau Brendle hat 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben 12.300 Beschäftigte weltweit, 1.500 davon an deutschen Standorten. Haben Sie dieselben Probleme wie Sie, also wie Frau Brendle, gute Leute oder überhaupt Leute zu finden? Ja, das ist ein Problem für die ganze deutsche Wirtschaft. Also nicht nur für die Industrie, auch für das Handwerk, für den Handel, wie Frau Brendle schon sagt. Da weisen wir seit Jahren darauf hin. Wir haben ja auch ziemlich genaue Berechnung, wohin sich unsere Arbeitskräfteverfügbarkeit entwickelt bis 2030. Wir wissen genau, weil die Kinder nicht geboren sind. Also wir haben das nicht, den eigenen Nachwuchs nicht erzeugt, dass wir 6 Millionen weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben 2030. Wir haben jetzt über 40 Millionen Arbeitsplätze. Das heißt, sind so ungefähr 15% weniger. Und wir sagen, wir brauchen dringend ein gesteuertes Zuwanderungsgesetz. Ich bin froh, dass die Koalition das jetzt angegangen hat, dass zumindest ein Eckpunktepapier vorliegt und dass jetzt auch schon im Zeitplan verabredet ist, wie das weitergehen soll. Es wird Zeit, denn wir fahren mit angezogener Handbremse. Es ist ja so, dass wir zum Teil schon nicht investieren, weil wir keine Arbeitskräfte haben. Was sollen wir eine Maschine kaufen, die keiner bedienen kann? Und wir haben natürlich auch bei der Lehre, bei der Ausbildung, die Zahlen haben Sie eben gezeigt, haben wir zumindest ein Mismatch-Problem. Es gibt ein paar Regionen, insbesondere bei uns noch im Ruhrgebiet, wo wir noch Nachfrage haben seitens der Auszubildenden. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwer, weil die zum Teil auch noch sehr jung sind, dass wir die dann über 100 Kilometer in andere Regionen, wo wir Überangebot haben, dass wir das
das ausgleichen. Dann müssen wir uns auch noch was zu einfallen lassen. Wir versuchen aber alles seitens der Wirtschaft, dass wir nun jedem einen Ausbildungsplatz geben. Das kriegen wir auch hin. Aber wir brauchen frisches Blut. Und ich möchte dazu auch sagen, wir haben eine Riesendiskussion über unseren Exportüberschuss. Ja. Also, da wir da nicht schlechter werden wollen, wir wollen Exportweltmeister bleiben, wir haben super Produkte, haben wir nur eine Stellgröße und das heißt mehr Ausrüstungsinvestitionen, das heißt mehr Investitionen im Inland. Das galt auch für den Staat früher, der tut jetzt mehr in der Infrastruktur. Die Unternehmen tun noch nicht mehr, die könnten mehr tun, wir müssen aber Arbeitskräfte haben, die wir dann qualifizieren müssen. Und da löst in der Tat nur mehr Zuwanderung das Problem oder müssten Sie auch als Unternehmer, und Frau Brendler hat ja auch geschildert, was sie alles tut, was sie unternimmt, denen, die hier sind, sehr viel attraktivere Angebote machen? Naja, wir machen attraktive Angebote. Wir haben ja ein sehr qualifiziertes Ausbildungssystem. Hauen Sie sich denn genauso rein wie Frau Brendle? Ja, glaube ich schon. Also, wenn ich das gehört habe, freue mich, dass das sehr ähnlich ist. Also auch wir haben Sprachunterricht. Wir haben übrigens auch Sprachunterricht für Frauen. Weil Frauen können nicht sprechen? Das nein, die Frauen, die Kinder haben, die nehmen in der Regel keinen Sprachunterricht wahr. Wir machen es so, dass wir dann auf die Kinder aufpassen. Die Frauen kommen zu uns ins Unternehmen, dann kriegen sie deutschen Sprachunterricht. Übrigens sind da auch Analphabeten. Sie sprechen also über geflüchtete Frauen? Ja, geflüchtete Frauen, klar. Mhm. Also alles, was da verfügbar ist. Und so, also wir kümmern uns sehr um die. Wir haben etwa doppelt so hohe Ausbildungszahlen in den Familienunternehmen. Das sind über 90%, das ist das Modell in Deutschland, als im generellen Schnitt der Industrie. Also wir haben hohe Ausbildungsquoten. Wir hatten in den letzten Jahren eine Diskussion, dass bitte nicht alle auf die Hochschulen gehen. Das hat man aber wieder einigermaßen ausgerichtet, sodass wir sagen, nein, überall haben wir gute Berufe. Auch im Handwerk kann man was werden, kann man auch selbstständig werden, kann man unternehmerisch tätig werden. Also wir versuchen dafür zu werben. Und noch ist es nicht zu spät. Wir sind ein starker Industriestandort. Aber wir was haben Sie einen uns sagen? Ordentlichen Wohlstand. Aber wir müssen sehen, dass wir die Human Resources, also unsere personellen Ressourcen, dass wir die auch nachführen. Aber Frau Schwesig, was Herr Kirchhoff sagt, ist, dass letztlich nur die Politik dafür verantwortlich ist, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer schon ordentlich viel leisten, dass nur die Politik dafür verantwortlich ist, dass die Unternehmen nicht mehr Fach- und auch nicht mehr Arbeitskräfte finden. Ist es so? Na, das teile ich nicht. Die Politik ist dafür verantwortlich, dass wir endlich ein überfälliges Einwanderungsgesetz bekommen, in dem klar geregelt ist, wer in den Arbeitsmarkt kann und wer nicht. Und auf der anderen Seite darf das nicht ersetzen, dass wir in der Wirtschaft dafür sorgen müssen, dass wir gute Lohnbedingungen, gute Arbeitsbedingungen haben, dass sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert. Ich will zwei ganz konkrete Branchen ansprechen. Es wird ja zurzeit viel über den Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen. Genau. Die Wahrheit ist, wir bekommen jetzt endlich die Schulgeldfreiheit in der Pflege. Wir haben noch nicht den... Bedeutet, dass man nicht selber bezahlen muss dafür? Wenigstens für die Ausbildung nicht selber bezahlen muss. Wir haben noch nicht den Sozialtarif in der Altenpflege. Den brauchen wir auch dringend. Wir haben viel zu viel Bürokratie. Also es müssen da auch schon Sachen abgebaut werden. Auch da ist die Politik in Verantwortung. Aber wir haben schleichende Tarifbindung immer weniger, im Osten sowieso und auch im Westen geht es immer mehr zurück. Wenn es Betriebe gibt, die sogar Übertarif bezahlen, dann ist das schön und gut, das ist aber nicht die Realität. Ja. Und auch Älteren wird noch zu wenig eine Chance geboten. Also ich will sagen, Zuwanderung ist erforderlich, es ist aber nur ein Baustein und wir müssen auch darauf achten, dass sich noch die Arbeits- und Lohnbedingungen der Einheimischen mit verbessern. Herr Vogel, Sie haben von 2014 bis 2017 bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet, haben sich da speziell auch mit dem beschäftigt, was dann da Auslandsfachvermittlung heißt. Sehen Sie es auch so, was wir jetzt hier eigentlich schon beinahe übereinstimmend rausgemendelt haben, dass trotz der langzeitarbeitslosen Menschen, die es in Deutschland ja auch gibt, trotz der immer noch sehr viel geringeren Erwerbsquote von Frauen, trotz 1 Million Geflüchteter, die zu uns gekommen sind, dass der Fach- und Arbeitskräftemangel tatsächlich nur über noch mehr Zuwanderung zu lösen wäre? Ich glaube,
mehr gesteuerte Zuwanderung muss auf jeden Fall ein Baustein sein, das ist klar. Wir haben ja gerade die Zahl gehört, alleine durch den demografischen Wandel, allein dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge ja erst noch in Rente gehen, kommt der große Fachkräftebedarf ja erst noch auf uns zu. Und deshalb glaube ich, es bringt uns nicht weiter, die Diskussion als Entweder-Oder zu führen, sondern es muss sowohl als auch sein. Ja, darum kümmern, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser wird. Ja, auch Langzeitarbeitslosen noch bessere Perspektiven geben. Ja, auch bei Älteren noch stärker werden auf dem Arbeitsmarkt, Klammer auf, könnte die Politik mit einem flexiblen Renteneintrittsalter einen guten Beitrag leisten, Klammer zu. Aber ohne besser zu werden, auch im Wettbewerb um die Talente auf der ganzen Welt, wird es nach meiner Überzeugung nicht gehen. Und woran hakt das? Ja, nach meiner Erfahrung auch aus der praktischen Arbeit damals ist natürlich neben der Frage auch Anerkennung von Berufsabschlüssen. Mhm. Das ist ein Thema, wird nicht so breit diskutiert, ist nicht so sexy, nicht so talkshowfähig, aber sehr wichtig in der Praxis ist natürlich die Rechtsgrundlage entscheidend. Und da muss ich schon sagen, ehrlich gesagt, reicht mir das Eckpunktepapier der Großen Koalition da nicht. Nachdem wir seit Jahren über dieses Thema diskutieren, haben wir es erstmal über das Punktesystem diskutiert, in den 90er Jahren, nachdem wir jetzt in den letzten Jahren eine quälende Diskussion über Migration hatten, eine veritable Regierungskrise, legt Horst Seehofer hier ein Eckpunktepapier vor, was erstens... Nicht er allein, ja, nicht er alleine, mit Arbeits- aber und Soziales, mit dem Kanzleramt. Das macht es ja noch schlimmer. In Abstimmung schon mit Hubertus Heil von der SPD, da hatte ich mir von der SPD mehr erhofft, was wirklich kleinere Reparaturen im bestehenden System sind und nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, um es ganz kurz zu skizzieren, erstens, ein Einwanderungsgesetz muss doch mehr sein als Arbeitsmarkt und wir müssen doch alle Formen der Migration zusammenfassen. Also, wer braucht unseren Schutz auf Zeit, wen wollen wir einladen auf den Arbeitsmarkt, für wen gilt weder noch. Und bei der zweiten Gruppe, bei denen, die wir auf den Arbeitsmarkt einladen wollen, müssen wir uns doch an erfolgreichen Einwanderungsländern orientieren. Kanada, Australien, Neuseeland, das muss doch die Orientierungsmarke sein. Wenn man damit das Eckpunktepapier vergleicht, dann muss ich sagen, ein großer Wurf ist das nicht. Und nichts weniger kann doch der Anspruch sein. Herr Bouffier, die CDU stellt seit 13 Jahren die Kanzlerin und weiß noch länger um die Notwendigkeit, auch mehr Zuwanderung zu ermöglichen, weil das, sind sich ja alle einig, weiß nicht, wie Sie es sehen, vermute ähnlich, dass das der oder ein entscheidender Baustein ist, um mehr Arbeitskräfte und auch mehr Fachkräfte zu haben. Warum haben Sie das Problem nicht längst gelöst und legen jetzt erst ein entsprechendes Gesetz vor, von dem Ihnen Herrn Vogel dann sagt, naja, auch kein großer Wurf? Also zunächst einmal, ich finde den Entwurf, den die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, sehr vernünftig. Und das ist ein Entwurf. Und Sie haben ja gesagt, da können wir über die Einzelheiten reden. Und gucken wir uns übrigens auch gleich an, genau. Und das ist ja keine abgeschlossene Geschichte, das ist jetzt eine Grundlage und das ist gut so. Zweitens, auf Ihre Frage, löst Zuwanderung unser Fachkräfteproblem? Mhm. Nein. Nein? Nein. Es dämpft die Problematik. Wir können das jetzt kurz halten. Wir waren doch alle der Auffassung, das alleine wird es nicht sein können. Und ich will einen Satz, der mir sehr wichtig ist. Also Herrn Kirchhoff habe ich so verstanden, dass er sagt, das ist es. Ich komme dazu, das passt ein bisschen zu dem, was Herr Kirchhoff gesagt hat. Wir dürfen nie vergessen, wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir schon mal gemacht haben, nach dem Motto, wir rufen Arbeitskräfte und stellen nachher fest, da kommen Menschen. Wir können nicht nur eine Debatte führen nach dem Motto, wie viel brauchen wir denn jetzt zur Besetzung der Arbeitsplätze, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, die Menschen, die wir dann hierher holen. Und die Fachkräfteeinwanderung muss man sauber trennen von der Frage des Asyls. Das eine ist eine humanitäre Verpflichtung. Wer verfolgt wird, kann bei uns hier bleiben. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, von dem wir eben reden. Ja, Fachkräftezuwanderung ist eine interessenorientierte, gesteuerte Geschichte nach dem Motto, wen wollen wir denn hier haben? Und dann holen wir eben nicht nur eine Arbeitskraft, sondern da kommt jemand. Da kommt vielleicht auch jemand, der den Wunsch hat, mit seinem Ehepartner, mit seinen Kindern hier zu leben. Das heißt, wir müssen uns schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Ja. Und da sind wir unterwegs. Und wenn ich höre, Kanada haben immer gesagt, zum Beispiel das Punktesystem, das haben die gerade weitgehend abgeschafft, Nein. weil sie feststellen, Nein. das alleine reicht nicht. Und deshalb sage ich,
Wir brauchen Zuwanderung, ja, aber das alleine wird nicht reichen. Ich will einen zweiten Hinweis mal geben. Ich gebe die Menschen, die heute in Deutschland immer noch arbeitslos sind, nicht auf. Wir haben einen super Arbeitsmarkt, aber wir haben Menschen, die bisher nicht angekommen sind. Und es muss unsere Verpflichtung sein, auch die zu kriegen. Wir können uns eigentlich nicht erlauben, sozusagen damit uns zufrieden zu geben. Ich will die auch haben. Und zum Dritten, wir müssen sehr viel intensiver in die Fort- und in die Ausbildung geben. Und zum Vierten, wir müssen Berufe auch attraktiver machen. Ein Teil des Problems liegt doch darin, welcher junge Mensch geht heute in eine handwerkliche Ausbildung? Die studieren alle. Und ich will niemandem das Studium mies machen. Aber ich sage denen, pass mal auf, vielleicht ist es klug, du machst erstmal eine Berufsausbildung, dann kannst du immer noch studieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass es keine Sackgassen gibt. Deshalb haben wir dafür gesorgt, jetzt sage ich mal ein hessisches Beispiel. Wir waren die Ersten, die 2006 gesagt haben, wer seinen Meister macht, kann auf alle Hochschulen. Wir haben vor 3 Jahren beschlossen, wer die mittlere Reife macht und eine Ausbildung abgeschlossen hat, kann auf alle unsere Hochschulen. Er muss keine Prüfung machen und nichts mehr. Ich möchte gerne, dass diese Berufe attraktiver werden. Und das hat dann etwas mit Berufsbedingungen zu tun, das hat auch was mit Bezahlung zu tun. Also es sind ganz verschiedene Elemente, sodass, wenn man das am Ende zusammenfasst, ja, wir brauchen diese Zuwanderung, wo wir genau definieren müssen, was wollen wir denn eigentlich? Aber wir können nicht nur unter Arbeitsplätzen, sondern wir müssen auch unter menschlichen Aspekten das sehen. Gut, zum Zweiten, dann gucken wir uns das doch mal an, was da jetzt vorgelegt worden ist. Hat ja noch nicht jeder sich genau angeguckt und auch durchgängig verstanden. Denn was wir so interessant fanden als Redaktion, ist auch sich mal anzugucken, welcher Geist hat denn dieses Papier, das Eckpunktepapier eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das dann in den nächsten Wochen wohl im Kabinett auf den Weg gebracht werden kann. Statt Eckpunkte zum Einwanderungsgesetz heißt das Papier aus dem Innenministerium Eckpunkte zum kohärenten Ansatz Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten. Auf der ersten Seite heißt es, dabei richten sich unsere Anstrengungen zunächst und prioritär darauf, die inländischen Potenziale zu heben und zu sichern. Worum es eigentlich geht, steht auf Seite 2, nämlich um die Fachkräfte aus dem Ausland. Die freilich leisten schon heute einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Erst dann folgt, ergänzend müssen wir daher auch bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten deutlich erfolgreicher werden. Dazu soll Deutschland künftig auf die Vorrangprüfung verzichten. Die Unternehmen müssen also nicht mehr nachweisen, dass sie keine Bewerber aus Deutschland oder anderen EU-Ländern gefunden haben. Qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland sollen in Zukunft auch ohne konkretes Jobangebot einreisen können, müssen aber ihren Lebensunterhalt während der zeitlich befristeten Arbeitsplatzsuche selbst finanzieren. Ganz deutlich heißt es, eine Zuwanderung in die Sozialsysteme werden wir verhindern. Herr Bouffier, das ist sicher ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber warum heißt das Ding nicht ganz schlank und einfach und entschieden Einwanderungsgesetz? Weil wir nicht eine allgemeine Einwanderung organisieren wollen, sondern eine Einwanderung, die den Interessen dieses Landes nützt. Das ist aber bei jedem Einwanderungsgesetz ist nach unserem und nach meinem Verständnis kein Mittel für die Migrationsbewegungen, die wir überall auf der Welt haben. Wir haben Armutswanderung, wir haben vieles, was auch Antworten braucht. Die kann man aber nicht mit einem Einwanderungsgesetz lösen. Sie werden hier die Dinge nicht besser machen, wenn Menschen hierher kommen, die zum Beispiel keinerlei Berufsqualifikation haben, die keinerlei Sprachqualifikation haben. Das alleine wird nicht genügen, Frau Will. Und deshalb, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe das eben schon angedeutet. Für mich wäre der Anspruch, dass gerade nach den letzten Jahren ein Einwanderungsgesetz wirklich alle Formen der Migration übersichtlich regelt. Also die Fragen von Schutz, Asyl, die Fragen von erwerbsbezogener Einwanderung und dann auch Klarheit darüber schafft, für wen gilt eben keins davon. Mhm. So, und das will die Regierung nicht. Und dass das ganze Ding Fachkräftezuwanderungsgesetz heißt, hängt natürlich auch damit zu tun, dass die Union, insbesondere muss man leider sagen, ja das auch wieder zu so einem Popanz macht, weil sie mit ihren Lebenslügen nicht klarkommt. Herr Bouffier hat eben gesagt, uns muss klar sein, da kommen Menschen, man muss begleitende Integration machen, das ist alles richtig. Ja, warum haben wir das denn Jahrzehnte nicht gemacht? Ja, unter
anderem, weil die Union nicht einsehen wollte, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und sich damit schwer tut. So, und mein Problem ist, dass diese Lebenslügen die ganze Debatte um das Thema, damit wir endlich vorankommen nach den letzten Jahren, aufhalten. Das aktuelle Beispiel ist jetzt das Punktesystem. Ich will das mal ganz kurz sagen. Die Kanadier haben das Punktesystem abgeschafft. Stimmt schlicht nicht. Was wahr ist, die Kanadier haben vor einigen Jahren neben das Punktesystem eine zweite Säule gepackt. Genau. Einwanderung mit einem Arbeitsvertrag. Das haben wir in Deutschland aber schon mit der Blue Card. Das heißt, wenn wir dieses Zwei-Säulen-System der Kanadier wollen, ja, dann müssen wir die zweite Säule Punktesystem dazu packen. Und wissen Sie, wenn man mal auf die Zahlen schaut, sieht man, 90% der Einwanderer nach Kanada im letzten Jahr, ganz aktuell, 2017, kamen über die Säule Punktesystem. Also ist sie offenbar wichtig bei einer modernen Migrationssteuerung. Warum kriegen wir die in Deutschland endlich nicht? Frau Schwesig, ich glaube nicht, dass so die das SPD nicht war auch immer für ein Punktesystem und auch für ein Einwanderungsgesetz. Nun gibt es dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, bei dem, wenn man es genau liest, man den Eindruck hat, oh, es ist ein bisschen krampfig. Oder die Zeit hat geschrieben, die Autoren behandelten Einwanderung allein als volkswirtschaftliche Unvermeidbarkeit. Irgendwie will man es also nicht. Warum gibt sich die SPD dafür hin, die doch immer ein echtes Einwanderungsgesetz, übrigens auch mit Punktesystem, wollte und die Deutschland als ein Einwanderungsland begriffen hat? Für uns ist das ein Einwanderungsgesetz und unser Anspruch ist, neben dem Asylrecht, was ja ganz klar Schutz aus humanitären Gründen bietet, ohne dass ich voraussetze, derjenige, der bei uns Schutz bekommen soll, muss irgendwie die Sprache können und so weiter, dass wir daneben noch die Möglichkeit haben, dass man auch zu uns kommen kann, wenn man hier außerhalb der Sozialversicherungssysteme eben einen Arbeitsplatz bekommt und als Fachkraft arbeitet. Aber Sie wollten doch mehr. Und zum Thema Punktesystem. Wir haben uns da weiterentwickelt. Ich bin ein bisschen überrascht über die FDP und haben in unserer Diskussion mit festgestellt, dass das Punktesystem eben auch, wenn man es dann richtig ins Detail geht, sehr aufwendig ist, sehr bürokratisch ist. Und deswegen haben wir gesagt, das ist für uns nicht der entscheidende Punkt beim Einwanderungsgesetz. Das sind auch Erfahrungen aus Kanada. Und eine Bemerkung sei mir erlaubt. Ich bin immer überrascht, wie eloquent die jungen FDPler in Talkshows auftreten. Aber sie hätten in die Regierung gehen können. Sie hätten das alles machen können. Ich kann nur sagen, seit 30 Jahren wird über ein Einwanderungsgesetz in Deutschland diskutiert. Und ja, stimmt, die CDU und CSU war immer total dagegen. Und das war eines der größten Punkte in den Koalitionsverhandlungen. Wir haben bei diesem Megastreit von Merkel und Seehofer im Sommer dafür gesorgt, dass dieser Streit A jetzt geschlichtet wird und B jetzt endlich dieses Gesetz kommt. Und für mich ist es jetzt ganz wichtig, das sind Eckpunkte, dass wir jetzt daraus Gesetzestext machen und mal vorankommen. Denn eins scheint mir mittlerweile in den letzten 3 Jahren ziemlich durcheinander gegangen zu sein in Deutschland. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist nicht mehr klar, wer kann kommen, wer kann bleiben und wer muss gehen. Und wir haben gelegentlich den Eindruck, wir schieben die Falschen ab, nämlich die, die längst integriert sind, die Sprache können, auf eigenen Füßen stehen und haben bei anderen, die eigentlich keiner haben will, weil sie gefährlich sind, Probleme, sie loszuwerden. Und ich bin klar dafür, dass wir jetzt endlich Regeln bekommen. Die können wir im politischen Raum diskutieren. Wir sollten die große Chance, dass jetzt aber endlich so ein Gesetz kommt, nicht zerreden, bevor überhaupt der Gesetzestext da ist. Reden. Löst denn, Herr Kirchhoff? Wenn Sie dorthin kommen und wenn Sie Sätze lesen, die wir ja eben auch schon angetippt haben, dass da drin steht, die Bundesregierung wolle sich auf drei Bereiche konzentrieren, die inländischen, die europäischen und die internationalen Fachkräftepotenziale. Und dann heißt es dann weiter, dabei richten sich unsere Anstrengungen zunächst und prioritär darauf, die inländischen Potenziale zu heben und zu sichern. Ist das dann der richtige Ansatz für ein Einwanderungsgesetz, das Sie sich eben noch gewünscht ja, haben? Ja, also ich muss erst mal einen Eindruck zurechtrücken, den auch Sie eben wieder erweckt haben. Die Wirtschaft hätte sich nicht um die inländischen Potenziale gekümmert. Es ist nicht wahr. Seit Jahren haben wir dafür gesorgt, dass die Berufspartizipation von Frauen steigt. Die ist mittlerweile bei über 70%. Das ist der zweitbeste Wert in der Welt. Höher als Frankreich, höher als Polen, das nur noch Schweden, glaube ich, liegt davor. Stimmt das, Frau Schwesig? Berufspartizipation von Frauen, zweithöchster Wert in der Welt. Mittlerweile. Aha. Gucken Sie sich mal die Statistik an. Seit Jahren.
Auch Teilzeit, ja. Ja, aber ganz ehrlich, es aber gibt immer noch alleinerziehende Mütter, die trotz Kita-Platz, trotz Vorweisen der Oma, die aufpasst, abblitzen, weil man ihnen keinen Arbeitsplatz gibt. Es gibt immer noch ältere Arbeitnehmer, ich kenne selber welche über 50, die kaum in Chance kommen. Also es ist schon gut, dass wir uns darum kümmern müssen, wir haben dass einige auch die Millionen, Arbeitnehmer über 60, auch das können wir in der Statistik sehen, in Arbeit gebracht. Und da sind sehr viele dabei, die möchten auch gerne noch länger arbeiten, das müssen wir auch noch mal diskutieren, gehört aber jetzt im Grunde komme ich hier nicht hin. So, also ganz klar, Priorität 1 ist, verfügbare Ressourcen erstmal nutzen. Das sind natürlich Frauen, das sind Ältere, sind immer noch ein paar. Das sind die Langzeitarbeitslosen. So, jetzt müssen wir mal gucken, für was können wir sie klingt nutzen. Klingt immer ein bisschen hässlich, wenn man sagt, verfügbare Ressourcen nutzen. Auch da sind wir vorwärts gekommen. Wir sprechen von personellen Ressourcen, meinen das aber überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist, ist der Fachbegriff. Sagt man so im Sauerland. Ja, Human Resources, so sagt man auch im Sauerland. So, also das ist ja Priorität 1 und ich glaube, das sieht man auch in der Politik so. Und jetzt müssen wir gucken, wenn das nicht reicht, und das reicht seit Jahren nicht. Wo oder woher bekommen wir die Menschen, die wir dann ins Land bitten, zu uns, dass sie uns helfen? So, und da habe ich Sie gefragt, ist das dann ein gutes Gesetz? Jetzt müssen wir aufpassen an einer Stelle. Denn das beginnt hier gerade, obwohl Sie es nicht gefragt haben, aber auch das ist eine Eindrucksfrage. Wir müssen jetzt sehr scharf trennen, wer ist denn hierher gekommen und wie. Ja. Die Ersten sind hierher gekommen, die wollen was von uns. Weil sie nämlich in existenzieller Not sind, das sind Flüchtlinge und da sind wir im Asylrecht. Ja. Und das müssen wir messerscharf trennen von einem Zuwanderungsrecht. Das sind nämlich welche, da wollen wir was von denen. Ja, da wollen wir, dass die zu uns kommen und zwar genau nur die, die wir hier im Land nicht haben. Und die, die dann eine Qualifikation, eine ähnliche Qualifikation haben, die wir hier relativ schnell ausbauen können. Und die können wir dann zu Friseuren machen, die können wir zu Werkzeugmachern machen, die können wir zu Industriearbeitern, Handwerkern, Handelsleuten machen. So, das müssen wir machen, damit wir einfach schneller vorwärts kommen. Damit wir auch unser, Aber dann bringen wir es auf den Punkt, Herr Kirchhoff. Löst das Gesetz Ihr Problem? Können wir das schaffen? Da sind zwei, drei Punkte, über die müssen wir uns noch mal unterhalten. Aber Ministerpräsident Bouffier hat ja schon gesagt, das ist auch noch nicht fertig. Und ich erlebe das ja auch in der täglichen Diskussion, dass die Frage, wie regeln wir das? Das muss an Kriterien geknüpft sein. Ich bin nicht unbedingt so ein Fan vom Punktesystem, weil ich glaube, man muss, und da darf sich Politik auch nicht drum rumdrücken, man muss schon eindeutig Kriterien festlegen, wie ist das mit dem Bleiberecht. Ja? Und die müssen immer gelten, nicht? Um es gleich komplett zu machen, es wird ja auch ein Stichtag diskutiert, bin ich auch dagegen. Okay. Weil wir haben einen Stichtag, der ist meinetwegen in der Vergangenheit, dann haben wir das Problem für die Vergangenheit gelöst. Wir haben aber weiter Migration und dann werden wir uns im halben Jahr wieder über einen neuen Stichtag unterhalten. Ich glaube, auch das ist unehrlich, wir müssen uns dazu durchringen, klare Regeln zu haben, wie ist das mit der Zuwanderung, wie ist das mit dem Bleiberecht. Aber das ist sehr unterschiedlich, ob das aus Not geschieht oder ob das auf unser Bitten hin geschieht, dass wir sagen, wir brauchen fähige Leute und die brauchen dann auch ein Aufwärtsrecht. Zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja. Frau Brendel, löst das Gesetz, so wie es jetzt als Eckpunktepapier daherkommt, löst das Ihr Problem? Nein, es löst mein Problem überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel mit Toni oder Herrn Ole Schuller, einen richtig guten Mitarbeiter mir herangezogen habe. Jetzt angenommen, er wird abgeschoben, soll ich mir dann einen Zuwanderer, den jetzt das erlaubt wird, hier einzureisen, dann eins zu eins an seinen Arbeitsplatz dann, wo er mir dann fehlt, soll ich dann denjenigen dann einsetzen? Wie versteht sich das? Ja? Also er ist auf meinen Betrieb genau zugeschnitten. Und so haben sehr, sehr viele das Problem. Deswegen diskutieren wir auch über den Spurwechsel. Aber dafür gibt es eine Lösung, genau. Ja? Aber da ist ja Frau Brendle, dass wir uns das noch mal angucken, gar nicht alleine, die sich darum bemüht, in der Gemeinschaft mit mehreren Unternehmerinnen und Unternehmern in Baden-Württemberg eine andere Regelung zusätzlich zu bekommen. Den sogenannten Spurwechsel, der auch, wie Sie finden, in dem Gesetz drin stehen müsste. Das können wir uns ja mal angucken, worum es dabei geht. Integration durch Arbeit. Diesen Appell hat das schwäbische Textilunternehmen VD ernst genommen. Geschäftsführerin Antje von Dewitz hat 12 Geflüchtete eingestellt. Jetzt sollen 7 der Mitarbeiter, deren Asylantrag abgelehnt wurde, abgeschoben werden. Ja, ich finde es erschreckend sinnlos. Also einerseits von der menschlichen Situation her, weil wir kennen alle die Schicksale, die sind gut integriert. Und zum anderen aus unternehmerischer Sicht, wir haben uns jetzt mal ausgerechnet, abzüglich der Fördergelder, die wir ja auch dafür erhalten haben, erwarten wir einen Schaden von 250.000 Euro, wenn die 7 der geflüchteten Mitarbeiter, wenn die tatsächlich abgeschoben werden.
Auch Bierbrauer Gottfried Herle im Allgäu hat Geflüchtete angestellt. In der Flaschenabfüllung und Sortierung. Jobs, für die er in dieser Region mit Vollbeschäftigung niemanden findet. Auch denen droht Abschiebung. Brauer Herle will das nicht hinnehmen. Mit VD-Chefin Antje von Dewitz und mehr als 100 weiteren Unternehmen hat er eine Initiative gegründet. Wir hoffen, dass die Geflüchteten einen Spurwechsel vornehmen können, das heißt raus aus dem Asylverfahren in ein geordnetes Bleibeverfahren, damit auch die eine Perspektive haben. Das heißt, wer hier schafft auf Schwäbisch, der soll auch bleiben können. Das hofft auch unser Gast, die Friseurin Jutta Brendle und ihr Angestellter Olushoa Uyewinle aus Nigeria. 2015 hat sie ihn als Azubi in ihrem Salon in Winnenden eingestellt. Doch sein Asylantrag wurde abgelehnt. Im April dieses Jahres kam der Abschiebebescheid. Nur weil er in der Ausbildung ist, durfte er doch noch bleiben. Mitte September wird er Geselle sein. Und dann, wenn er Glück hat und sein Antrag bewilligt wird, darf er noch 2 Jahre im Salon Brendle arbeiten. Doch spätestens dann droht auch ihm die Abschiebung. Herr Bouffier, Sie sind entschieden gegen diesen Spurwechsel, dass man 2 Dinge miteinander vermengt. Dann müssen Sie auch die Konsequenzen natürlich verantworten. Und das bedeutet, und das muss man sich dann genau fragen, frage ich Sie, warum genau wollen Sie Herrn Uyewinle abschieben dann in 2 Jahren? Ich glaube, wir müssen 2 Dinge klar machen. Herr Kirchhoff hat das vorhin angesprochen. Ich halte den Begriff Spurwechsel für höchst unglücklich. Denn das sind 2 völlig unterschiedliche Geschichten. Wir dürfen nicht das Signal in die Welt hinausgeben, wenn es mit der einen Spur Asyl nichts wird, dann wechsle ich auf die andere Spur und hoffe, dass ich auf diese Weise zum Ziel komme. Das wäre das Schlechteste, was wir als Botschaft in die Welt geben könnten. Und das dürfen wir nicht kleinreden. Wir haben Zuwanderung gehabt, ungesteuert, und sind viele Menschen zu uns gekommen. Und wir wissen, dass die allermeisten nicht dem Asylanspruch entsprechend hier aufgenommen werden können, sind aber trotzdem da. Also stellt sich die Frage, wie gehen wir mit ihnen um? Ja, und in ich Konsequenz möchte nicht, heißt es dann, Sie müssen ich möchte ihn nicht, das ist das aus meiner Sicht Untaugliche, dass man sozusagen die Spur wechselt. Wenn ich mit dem Asyl nicht zum Ziel komme, dann versuche ich es vielleicht über den Arbeitsplatz. Das führt zu einer völlig ungesteuerten nächsten Welle, die will ich nicht haben, damit das auch klar ist. Aber jetzt dann argumentieren Sie formal, Herr Profi, ja, und drücken sich um die Frage, nein, warum genau wollen Sie Herrn Uyewinle abschieben? Wir dürfen nicht gerade uns nur so ein Pünktchen raussuchen. Das es gilt Pünktchen, der alte das ist Satz. Ja ein Mensch. Verzeihung, ich habe vorhin von Menschen gesprochen. Wir genau, reden nicht über Holzstücke. Genau, deshalb nehme ich genau Ihren Gedanken auf. Genau deshalb. Und da gilt der Satz, wer hier ein Bleiberecht hat, als Asyl oder Flüchtling, der kann hier bleiben. Wer keins hat, sagen doch alle, jeden Tag, der muss wieder zurück. Wenn Sie diesen Grundsatz generell beliebig machen, nach dem Motto, das schieben wir mal zur Seite, wir haben eine neue Idee, Spurwechsel, dann werden wir in diesem Land den Frieden nicht halten können. Und wir geben ein falsches Signal in die viele andere Länder. Und deshalb, das muss man trennen. Und sagen Zuwanderung Sie, ist ein anderer nicht, Punkt. Und jetzt komme ich zum dritten. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, auch aus der CDU, sagt auch nicht, Frau der Will, saarländische ich habe Sie Ministerpräsident. Doch auch deshalb, wenn Sie mich schon fragen, sagt auch nicht, der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sagt auch, er findet es nicht richtig, Menschen, die hier gut integriert sind, die einen Job haben, abzuschieben. Ja. Und er findet den Spurwechsel dann genau das richtige Instrument. Nein, das halte ich unter dem Begriff Spurwechsel für falsch. Nennen Sie es irgendwie aber anders. Aber Sie wissen von mir, das wissen Sie doch, ich war mit Kollegen Kretschmann der Erste, der gesagt hat, wir möchten die 3+2-Regelung, damit jemand eine Ausbildung machen kann, dass er noch hier bleiben kann. Das habe ich schon 2015 vertreten. Das ist dann auch gekommen. Und ich vertrete auch die Auffassung, ja, wenn sich hier jemand nichts zu Schulden kommen lassen hat, wenn er sein eigenes Einkommen hat, dann können wir diese Probleme lösen. Das kann aber nur für die gelten, die schon da sind. Ich will nicht über den Terminus Spurwechsel, eine neue Welle in Gang setzen. Und deshalb, niemand will eine neue Welle. Ich möchte nicht, dass und deshalb muss man es trennen, Frau Schwesig. Aber sagen Sie bitte so etwas nicht. Es gibt schon genug Kräfte, politische Kräfte in diesem Land, die aus jedem Vorschlag, der mit jemandem zu tun hat, der nicht in Deutschland geboren ist, sondern zu uns kommt, macht, das ist Tor auf zur ganzen Welt. Ich habe kein Wort darüber gesprochen. Doch, Sie reden über eine Welle. Ja.
Wir haben es doch erlebt. Wir haben Ihnen zugehört. Sie wissen ganz genau, dass wir dieses Thema lösen können, ja, indem wir einen Stichtag einführen. Mhm. Denn es geht ja um diejenigen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, ja, wo wir, und das muss man selbstkritisch sagen als Staat, nicht in der Lage waren, zügig zu entscheiden. Kann derjenige, der zu uns gekommen ist, auch bleiben? Denn die Leute haben sich ja nicht über Nacht integriert. Die waren lange genug bei, ja, uns und haben die Zeit genutzt. Wie wir es allen in unseren politischen Sonntagsreden sagen, lernt, genau, die Sprache, arbeitet, integriert euch, genau, Unternehmer, gibt ihnen eine, genau, Chance. Richtig. Das reden wir alle. Jetzt haben die das gemacht. Ja. Und dann sollen wir zu denen sagen, und ihr müsst jetzt gehen, aber ab nächstes Jahr gilt ein Zuwanderungsgesetz, danach können dann andere kommen. Deswegen geht es doch um diese Personengruppe. Sie vermengen zwei Sachverhalte. Nein, um diese Personengruppe geht es. Frau Kollegin. Und wir könnten sagen, mit einem Stichtag, wenn das neue Einwanderungsgesetz, ich sag mal, im nächsten Jahr gilt, könnten alle, die bisher im Asylverfahren sind, abgelehnt sind, aber genau die gleichen Voraussetzungen wie nach einem Einwanderungsgesetz erfüllen, also berufliche Qualifikation, Arbeitsvertrag, stehen auf eigenen Füßen, brauchen keine Sozialversicherung, keine Sozialleistung zusätzlich, die können bleiben. Wenn Sie es über einen Stichtag regeln, dann ist es keine Lösung in die Zukunft. Und Sie haben ja zu Recht gefragt, was macht ihr denn für die Nächsten? Ja. Da ist der politisch erklärte Ziel, und so läuft es auch schon zu großen Teilen, dass wir in unseren Asylverfahren viel schneller werden. Es muss ja, wir müssen ja, in der Lage sein, eigentlich zu Nein, was Sie nicht machen können, ist immer darüber reden, dass die Leute sich hier anstrengen sollen. Dann haben sie es getan. Ja. Alle haben geholfen. Ja. Die Nachbarn, die Lehrer, die Unternehmer, ja, die ganzen Bürger. Ja. Und denen sagen wir, ihr müsst zurück. Und Gefährder kriegen wir nicht zurück. Da passt was nicht in unser Land. Frau Schwesig, das muss ich jetzt zurückweisen. Der letzte Satz ist genau der Satz, der am rechten Rand die Leute zum Toben bringt. Weil die Leute da wir die Gefährder, ich habe da keinen Nachholbedarf. Hessen schiebt Gefährder ab. Wir und auch, ich weiß sehr genau, was da los ist. Und ich verstehe Menschen, die sagen, warum kriegt ihr die nicht los? Dann müssen wir aber auch mal ehrlich miteinander umgehen. Wir sagen, wir dürfen niemanden in ein Land schicken, in dem ihm Folter oder gar Tod droht. Das ist die Grundlage unseres Staates. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt dann auch für alle. Das macht die Sache extrem schwer. Und ich verstehe jeden, der sagt, Mensch, wieso kriegst du den nicht los und eine andere Familie muss gegebenenfalls gehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich will noch mal eine Antwort geben, weil sie unvollständig war. Ich bin ja durchaus dafür, dass wir in solchen Fällen die Dinge lösen. Und das ist nichts Neues. Aber wie? Das haben wir doch schon vor 15 Jahren gemacht. Ich war als Innenminister doch zigmal beteiligt, wo wir Altfalllösungen gemacht haben, wo wir genau das gemacht haben. Wo wir gesagt haben, die Menschen sind hier, die haben sich integriert, die können von ihrem Einkommen leben. Und was haben wir dort gemacht? So alles nicht neu. Wir haben beschlossen, die können hier bleiben. Ich will das durchaus lösen. Warum geht es dann nicht? Ich will das durchaus lösen. Ich will aber keine generelle Veränderung und ich will keine Vermischung zwischen humanitärer Verpflichtung, Asylrecht und Zuwanderungsrecht, Fachkräfte oder alles miteinander vermengen. Das halte ich für falsch. Ich denke, dass man diese Fälle lösen kann, so wie wir das in der Vergangenheit schon getan haben. Aber ich möchte nicht alles mit allem vermengen, weil das unser Land überfordert und auch nicht zu einem guten Ergebnis führt. Aber das hieße jetzt, man macht keine echte Regel, wie es Herr Kirchhoff gefordert hat, eine klare, verlässliche Regel, sondern Sie sagen, okay, das kann man sich dann im Einzelfall angucken, wenn ich Sie richtig verstehe. Das hat aber eine Art von Willkür. Nein, das ist keine Willkür. Wir hatten das damals ja auch beschlossen für die ganze Bundesrepublik. Es ist überhaupt nichts Neues. Aber nehmen Sie die Menschen Sie aus Bosnien-Herzegowina. Da haben wir immer gesagt, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, müssen die wieder zurück. Sind auch eine ganze Menge. Aber eine ganze Menge sind auch hier geblieben. Und dann haben wir gesagt, wer so und so lange hier ist, wer ein eigenes Einkommen hat, wer nicht straffällig geworden ist, der kann hier bleiben. So, und das galt dann für die ganze Nachricht Republik. Und das waren nicht wenige. Das waren nicht wenige. Und ich glaube, dass man das lösen kann. Ich will aber keine generelle neue Möglichkeit eröffnen, die eben nicht gesteuerte Zuwanderung ist. Das sagen wir doch alle. Wir müssen steuern. Und steuern ist das Gegenteil von Öffnen eines weiteren Wegs. Aber Sie wären auch für eine Übergangsregelung.
für das, diese Fälle. Da kann man mit mir reden. Aber es geht jetzt ja ganz konkret um Leute, die hier sind im Land in großer Zahl, wo es nur um die Diskussion geht, wenn jemand von seiner eigenen Arbeit lebt, keine Sozialleistung bekommt, Integrationswillen zeigt, ob wir dem nicht die Möglichkeit geben sollen, den Begriff die Spur zu wechseln. Ja. So, und ich verstehe Ihr Ziel, zu sagen, wir wollen eine klare Trennung nach außen. Das will ich auch. Dafür wäre es ja gerade so wichtig, ein integriertes Einwanderungsgesetz zu haben, wo wirklich alle Fragen klar geregelt sind und wo es auch ein klares Signal gibt, wie kann man auf den Arbeitsmarkt hier einwandern. Und zwar nach einem System, auch was auf der ganzen Welt jemand versteht. Die Fehlanreize, die Sie, vor denen Sie Angst haben, vermeiden Sie dann, wenn es keinerlei Rabatt bei den Kriterien gibt. Wenn jeder dieselben Kriterien erfüllen muss, wenn er aus dem Ausland auf den Arbeitsmarkt zu uns zuwandert oder im Inland ist. Wenn Sie das sicherstellen, und deshalb sollten wir über die Frage reden, welche Kriterien. Wenn Sie das nicht machen, und das ist die Gefahr, die jetzt ganz konkret besteht, wenn Sie eine Regelung, nennen wir sie Spurwechsel, weiter blockieren, dann schmeißen Sie über die Hintertür die raus, die wir eigentlich über die Haustür einladen wollen und würden. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht richtig. Wir müssten jetzt mal darüber reden. Was sind denn die Kriterien zur Einwanderung? Wir brauchen den Spurwechsel. Darüber müssen wir konkret reden. Wer soll kommen, unter welchen Bedingungen? Wir brauchen den Spurwechsel überhaupt nicht. Denn ich bin genauso wie Herr Minister Bouffier der Meinung, wir haben in unserem Asylrecht durchaus die Möglichkeit, und das ist übrigens das Ziel auch von den vielen ausländischen Lehrlingen, den geflüchteten Lehrlingen, die wir auch haben, genauso wie Frau Brendle, setzen wir die Hoffnung rein, dass, wenn sie noch eine Ausbildung machen, 3 plus 2, dass wir dann in der Zeit... Das bedeutet, glaube, das 3 Jahre macht man die Ausbildung, dann darf man noch 2 Jahre dranhängen, 3 plus 2 reichen. Die 2 können sie aber beantragen. So. Und in der Zeit, wenn wir feststellen, diese Menschen haben hier einen guten Arbeitsplatz gefunden, sie zahlen die Sozialversicherungssysteme ein, sie haben sich ordentlich integriert, bin ich sicher, wenn wir mit den Behörden sprechen, und den Kontakt sollten wir natürlich immer halten, wir kriegen über das Asylrecht dann auch ein weiteres Bleiberecht. Wir sollten aber deswegen das nicht über eine andere Spur führen. Denn dann kommen wir zu der Vermischung, die zu einer ganz großen Belastung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird. Und das würde ich nicht empfehlen. Also, so, ich würde aber das wäre Asylrecht doch dann, man ginge wieder zum Bleiberecht. Das Asylrecht, wenn das auf der normalen Entwicklung läuft, haben wir immer schon über das Asylrecht auch ganz viele Asylanten eines Tages hier behalten, die dann einen ordentlichen Beruf erlernt haben, die Sprache erlernt haben, und das sollte auch diesmal das Ziel sein. Also, ich habe jetzt verstanden, wir brauchen da nichts Neues aufbauen, was hinterher nicht nur die Gesellschaft den Zusammenhalt dort sehr belastet, sondern was dann auch noch zur Verwirrung führt. In welchem System befinde ich mich denn hier gerade? Okay, Herr Kirchhoff, aber dann verstehe ich Sie und auch Herrn Bouffier so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Brendle, dass es diesen Spurwechsel zwar irgendwie geben darf, er soll nur nicht so heißen. Ja, es könnte sein, dass man ins Bleiberecht geht. Oder, wie Sie es gesagt haben, Herr Bouffier, und das ist eine Neuigkeit, das hatten Sie vorher noch nicht so gesagt, es gibt sowas wie Übergangslösungen. Worauf verlassen Sie sich jetzt? Auf mich selber. Weil ich werde den Kampf nicht aufgeben. Ich bin jetzt hier gelandet, weil ich diese Energie hatte und weil ich in Opposition gegangen bin und weil ich gesagt habe, ich kämpfe für dich, du hast es verdient, so wie viele andere Unternehmer das jetzt auch getan haben. Ich bekomme jeden Tag aus der ganzen Bundesrepublik Anrufe und E-Mails, seit ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Wo kann man die Petitionserklärung unterschreiben? Und es wird jetzt noch weitergehen. Und ich bin mir sicher, dass irgendwann das auch zu einem Ziel führen wird. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass der Herr Ole Scholler, Oje Winle, hier bleiben darf. Herr Oje Winle, dann fragen wir das doch nochmal. Dann haben wir das Ziel ja erreicht. Worauf stellen Sie sich denn, Sie sich denn im Moment ein? Dass Sie in 2 Jahren abgeschoben werden oder dass Sie bleiben dürfen? Worauf stellen Sie sich ein? Bis so weit, ich kann noch nicht sagen, was passiert wird in den nächsten 2 Jahren. Weil das Gesetz in Deutschland ist wechselständig, sagt er. Also man versteht nicht, heute hören wir was, morgen hören wir etwas anders, das Regierung ist nicht einfach bleiben. Also heute, ich habe schon 2 Jahre Verlängerung, aber ich, vor 2 Jahren, man weiß nicht, ob das Regierung noch ändert, zum gut oder schlecht. Deswegen habe ich immer noch Angst. Vom nächsten Jahr, was passiert wird. Also ich überlege mich noch, aber... Ja, was? Das verstehe ich, dass Sie Angst haben, dass da ein dauernder Druck auch da ist für Sie, weil Sie die Ungewissheit und die Unsicherheit haben. Wie gehen Sie damit eigentlich um, dass Sie nicht genau wissen, wo und wie Ihre Perspektive ist?
Können Sie die Frage noch einmal stellen? Ja, ich habe sie ein bisschen lang gemacht. Stimmt. Ja, das ist. Wie gehen Sie um mit dieser Angst? Was machen Sie damit? Also mit dieser Angst, ich kann nicht planen für meine Zukunft. Was soll ich jetzt einfach entscheiden, was zu machen? Oder soll ich einfach immer noch warten bis nächstes 2 Jahre, um zu wissen, was noch zu machen? Also ich habe jetzt keinen Plan. Und worauf hoffen Sie? Your hope. Hier bleiben wir. Noch einmal bitte. Worauf hoffen Sie? Worauf hoffen Sie jetzt? Jetzt ist doch für ihn auch schwer hier vor versammelter Mannschaft. Er hofft, dass er bleiben kann. Ja, mein Hoffe ist, dass ich hier auch bleiben kann, damit ich auch meine Zukunft planen kann. Mhm. Ja, das ist mein Hoffe. Super. Also, Dankeschön. War Ihnen das eigentlich, Frau Brendle, immer klar, dass als Sie ihn eingestellt haben, als Sie ihn ausgebildet haben, als Sie, so wie Sie es beschrieben haben, sich ja richtig reingehauen haben, alles Mögliche versucht haben, war Ihnen da klar, dass, um es jetzt mal irgendwie ganz schnöde zu sagen, dass das eine Investition auf Zeit ist, an deren Ende womöglich steht, dass er abgeschoben wird? Nein. Nein, uns wurde das nicht so verkauft. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe immer zu Toni gesagt, deine einzige Chance, hier in Deutschland zu bleiben, zu leben, zu arbeiten, ist, mach die Lehre. Dann hat er gesagt, Frau Brendle, es wäre doch besser, ich würde erst die Sprache lernen. Ich habe zu ihm gesagt, nein, Toni, du musst sofort anfangen mit der Ausbildung. Sonst hast du keine Chance. Mach die Ausbildung, wir helfen dir, alle helfen dir. Und er hat es gemacht und es war ein schwerer Weg für ihn, wirklich. Er ist das erste Mal, muss ich sagen, heute ist das erste Mal, dass er rausgekommen ist, überwindend. Außer er war einmal hier in Berlin, um seinen Pass abzuholen, der nigerianischen Botschaft. Ansonsten hat er sich 3 Jahre nur um seine Ausbildung gekümmert. Er ist quasi essen, trinken, schlafen lernen. So. Es wurde mir nicht gesagt, wie vielen anderen nicht. Uns wurde gesagt, kümmert euch, schafft Ausbildungsplätze, schafft Praktikumsplätze, schafft Arbeitsplätze, nimmt die Menschen bei der Hand, helft. Das Ehrenamt, die ehrenamtlichen Helfer waren hervorragend. Das hat jetzt etwas nachgelassen, aber auch aus der Situation raus, weil viele auch demotiviert sind. Viele haben gehen müssen schon, sind ausgewiesen worden, denen ja auch Arbeitsplätze in Arbeitsplatzbeschaffung geholfen worden ist. Und ja, viele waren auch deprimiert deswegen und haben gesagt, ja, für was sollen wir helfen, wenn diese Menschen dann sowieso keine Zukunft hier haben, ne? Und wie gesagt, ich habe es als Herzensangelegenheit gesehen am Anfang, habe aber dann gesehen, wie viel Potenzial in dem Menschen steckt und dass er das schafft und dass er bei den Kunden sich wirklich auch einen Platz erarbeitet hat, trotz seinen anfänglichen Schwierigkeiten, weil die Hautfarbe spielt leider Gottes auch immer noch in unserem Land eine Rolle. Und ich hätte das nicht gedacht, aber es ist leider so. Vielleicht in der Großstadt weniger, aber wir sind eine Kleinstadt und Berührungsängste waren vorhanden. Aber Toni hat es geschafft und ist jetzt der Publikumsliebling geworden in unserem Salon. Wenn er nicht da ist, wird nach ihm gefragt, ob er krank ist oder ob er in Urlaub ist oder ob er da bleiben darf jetzt endlich. Und ja, und das war, ich denke, wir waren nicht aufgeklärt genug, ja. Und es gab nie von Anfang an keine klaren Regeln, keine klaren Spielregeln, keine Richtlinien. Wir mussten uns alles selber quasi erarbeiten. Ja, es ist aber wirklich so, bis zum Schluss, die Ausländerbehörde wusste nicht mal,
Herr Luthert von der Ausländerbehörde in Wien, dann hat zu mir wortwörtlich gesagt, Frau Brändle, Sie müssen 3 Tage warten. Wir hatten diesen Fall noch nicht. Ich weiß nicht, welche Formulare ich für die 3+2-Regelung anfordern muss. Ja, in diesem Gut. Sinne. Ich meine, man muss sagen, ja, das war in richtig. Der Tat das eine Kraftanstrengung am Anfang. Das ist richtig. Aber ich glaube auch, so sehr ich Ihren Fall verstehe, und ich glaube auch, dass Sie es hinkriegen, wir haben insgesamt von der Wirtschaft zusammen mit der Politik einen ganz guten Job gemacht. Natürlich mussten wir bei dieser Welle zunächst mal uns selber sortieren und mussten sagen, wir machen das einfach. Welle, sagen Sie jetzt auch. Natürlich war das eine Flüchtlingswelle. Und was machen wir jetzt? Wie beherrschen wir das Formularwesen? Was ist wichtig? Und da haben wir uns sehr schnell darauf verständigt, wir brauchen, wenn wir Leute in Ausbildung nehmen, 3 Jahre, eine Sicherheit, dass sie erstmal hier bleiben dürfen und nicht morgen abgeschoben werden. Das ist dann erfolgt. Dann haben wir gesagt, gut, wenn wir die zu Ende haben, dann brauchen wir auch danach noch eine Zeit, wo wir sie wenigstens nutzen können, denn das kostet alles Geld. Auch das ist geschaffen worden, die Möglichkeit. Und es gibt genügend Möglichkeiten, wenn die Menschen sich integriert haben, dass wir sie auch hier behalten können. Man muss natürlich mit den örtlichen Behörden, und da steht das wird auch diskutiert, ist auch richtig, da müssen wir noch besser werden, dass wir weniger Bürokratie haben, um dann in den Einzelfällen zu entscheiden, jawohl, dich brauchen wir hier, kannst hier bleiben, wir können nur keine Freifahrtscheine ausstellen. Das müssen wir auch verstehen, denn die Gesellschaft beobachtet uns da sehr genau. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit der Politik nicht schlecht war, und ich bin selber überrascht, ich glaube, wir alle, und eigentlich auch ein Stück stolz, dass wir schon über 300.000 dieser Flüchtlinge in Arbeit haben. Und jeden Tag kommen neue dazu. Also diese Woche habe ich neue Lehrlinge begrüßt, die jetzt gerade die Woche die Lehre angefangen haben. Also ich glaube, so schlecht ist es nicht. Wir müssen uns allerdings um die Einzelfälle kümmern. Ich glaube aber, wenn Sie Kontakt halten und der Toni mit Kontakt hält, mit Ihren örtlichen Behörden, der wird hier bleiben dürfen. Das sage ich Ihnen. Denn, Ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, dass er hier bleibt. Na bitte, das wird doch schon gehen. Ich würde gerne eine Bemerkung machen. Ich hatte damals mit dem Kollegen Kretschmann und anderen vorgeschlagen, diese 3+2-Lösung. Das gab es bis dahin gar nicht. Wir hatten dies, der Kollege, der da in der Ausländerbehörde bei Ihnen ist, der hatte recht. Das war für den völlig neu. Da kommt jemand aus Nigeria und sagt, ich bin verfolgt, beantrage Asyl. Dann läuft unser Verfahren mit Gerichtsverfahren und so weiter. Und dann stellt man in der Regel fest, bei den allermeisten jedenfalls, der Asylanspruch ist nicht begründet, die Menschen sind aber hier. Also war doch die Überlegung, bevor die irgendwo sitzen und von morgens bis abends warten, dass der Tag rumgeht, ist es doch sinnvoll, wenn sie die Sprache lernen können und wenn sie eine Ausbildung haben. Und jetzt mal ganz unabhängig zunächst mal von der Frage, ob die immer hier bleiben. Sie haben auf jeden Fall einen Nutzen. Und das haben wir 2015 als erstes Mal begonnen. Das ist dann 2016 gekommen. Und deshalb, ich kann den verstehen, weil es ist eine völlig neue Situation. Jetzt sagen Sie, ich möchte, dass dieser eine Mensch hier bleibt. Und ich habe größten Respekt vor seinen Leistungen, aber auch vor Ihren Leistungen. Die andere Seite müssen Sie auch sehen. Trotzdem können Sie nichts anbieten. Doch, doch, wir haben schon eine Menge angeboten. Wir haben schon eine Menge angeboten. Und dieses Land muss sich nicht verstecken in dem, was wir für Menschen tun, die aus allen anderen Ländern zu uns kommen. Und diese Herausforderung ist doch auch neu. Das ist doch nicht so, als hätten wir das schon 20 Mal geübt. Wir haben ganz viele Menschen, die aus aller Herren Länder zu uns gekommen sind. Das ist eine riesige Herausforderung. Diese Gemeinschaft ist gefordert gewesen, sie hat Riesiges geleistet. So. Aber die Aufgabe ist ja noch nicht beendet. Jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir denn weiter? Und jetzt sage ich Ihnen, in einem Land wie Hessen, das sehr wirtschaftsstark ist, haben wir mittlerweile aus den Flüchtlingen einen sehr beachtlichen Teil an Auszubildenden. Wir haben im letzten Jahr 65.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen oder sind im Land dazugekommen. Die Mehrzahl ist besetzt worden von Ausländern. Da sind aber auch viele EUler, Rumänien und anderes drin, aber eben auch andere. Und die nehmen niemanden einen Arbeitsplatz weg, weil wir praktisch Vollbeschäftigung haben. Deshalb sage ich immer, wir müssen schauen, dass wir da vorankommen. Und ich sage zum Dritten, das darf man nicht kleinschätzen. Wir haben viele Menschen, die konnten kein Wort Deutsch. Gerade junge Menschen. Wir haben 35.000 in wenigen Monaten gehabt und nach 2 Jahren sind 26.000 in normale Klassen gegangen. Die konnten Deutsch. Das ist eine gigantische Leistung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer dort gebracht haben, sodass wir schon eine Menge vorangebracht haben. Was ich will, ist, dass wir die Dinge nicht nur immer von einem Einzelfall betrachten. Dann gucke ich mal ganz drauf, Herr Bouffier. Morgen kommt eine Alleinstehende, die aus welchen Gründen hier ist,
die kein Deutsch kann, die keine Ausbildung hat, die zwei kleine Kinder hat. Der Mann hat sie verlassen und die steht ganz alleine hier. Und wenn die vor Ihnen steht, dann müssten Sie aus Holz sein, wenn Sie nicht verstehen, dass sie einen Wunsch hat, irgendwie hier zu bleiben. Und deshalb brauchen wir Regeln. Und die können wir nicht jeden Tag neu ausjustieren. Und deshalb habe ich gesagt, für diese Fälle, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gemacht, haben wir Regeln gefunden. Was ich nicht will, ist sozusagen, dass wir völlig neue Fässer aufmachen. Und ich wäre ja so glücklich, wir würden jetzt mal über die Frage reden, nach welchen Kriterien wollen wir denn Menschen hierher holen? Dann lasst uns mal drüber reden. Müssen die einen Arbeitsplatz haben? Sollten die Deutsch können? Können die ihre Familien mitbringen? Was ich persönlich für sehr sinnvoll halte, dass jemand, der hier seine Zukunft zubringen soll, dass der auch seine Familie mitbringen kann. Dann müssten wir über manche Dinge mal reden. Die Debatte bleibt immer eine gute Gelegenheit, weil doch das Eckpunktepapier aufgelegt ist, eine Grundlage. Und diese Grundlage wird ganz sicherlich noch einer ganzen Reihe von Punkten zu diskutieren sein. Und ich bin völlig offen, dass wir dann eine kluge Lösung finden. Was ich nicht möchte, ist, dass jetzt eine, das war der Bundesinnenminister aus Seehofer, gemeinsam mit dem Kollegen Heil, der hat jetzt einen, wie ich finde, sehr vernünftigen Vorschlag gemacht. Er hat nicht der gesagt, das ist das Ende der Debatte. Das haben wir heute Abend hier diskutiert. Und jetzt sollten wir die Chance nutzen. Der offensichtlich noch nicht fertig ist, diese Eckpunkte, dieses Eckpunktepapier. Da muss noch einiges weitergedacht werden. Das haben wir heute Abend hier diskutiert. Ich bedanke mich herzlich dafür. Herzlichen Dank an Sie. Viel Glück. Und ich gebe weiter zu den